Mantras sind Kraftpakete verpackt in Worten. In diesem Video möchte ich dir gerne erzählen, was es mit Mantren auf sich hat und wie man sie einsetzen kann, um zu sich zu finden, um Energie und Mut zu bekommen oder auch um leichter abschalten zu können. Und man kann mit Mantren sogar meditieren. Mantren stammen aus einer hinduistischen Tradition und gehörten ursprünglich zu spirituellen Ritualen. Einige sind schon rund 6000 Jahre alt. Das Wort Mantra lässt sich übersetzen als Instrument des Geistes oder auch Schutz des Geistes. Und damit wird schon ihre Funktion deutlich. Mantren können nämlich unser Denken verändern und damit auch unser Fühlen und Handeln verändern. Sie können uns beispielsweise Kraft schenken oder Halt und Hoffnung geben, vor allem in schwierigen Phasen. Ein Mantra zu benutzen, kann man vielleicht sogar vergleichen mit einem Fitnessgerät. Wenn wir es regelmäßig benutzen, dann kann es starke Veränderungen geben. Die positiven Inhalte des Mantras, die sollen sich bei uns mental festsetzen und negative Gedanken überschreiben. Und ein Mantra muss auch nicht unbedingt einen religiösen Hintergrund haben. Ein Mantra besteht aus einem Wort oder einem Satz. Viele Mantren stammen aus der indischen Sprache Sanskrit, so zum Beispiel auch das Mantra Soham. Das kann man übersetzen mit Ich bin das oder Ich bin der, der ich bin oder einfach auch nur Ich bin. Dieses Mantra kann beruhigend wirken und dabei helfen, sich selbst zu akzeptieren und auf den Moment zu besinnen. Man kann sich dadurch mit dem Gedanken verbinden, dass man so, wie man ist, in dem Moment perfekt ist. Mantren wirken aber nicht nur auf der Ebene unseres Denkens, sondern auch auf der emotionalen Ebene. Selbst wenn wir ein Mantra verwenden, das wir nicht verstehen, weil es aus einer anderen Sprache stammt, kann der Rhythmus der Worte und das Wiederholen etwas in uns anstoßen. Das vor sich hinsprechen des Mantras kann eine geradezu meditative Wirkung haben. Wenn du das mal ausprobieren möchtest, dann such dir zuerst ein Mantra, das dich anspricht. Und dann zieh dich an einen Ort zurück, wo du für ein paar Minuten ungestört sein kannst. Setz dich bequem hin und beginne mit ein paar bewussten Atemzügen. Beobachte, wie du immer entspannter wirst und wie auch dein Körper zur Ruhe kommt. Und dann rezitierst du dein Mantra. Du kannst es entweder vor dich hin murmeln, kannst es vielleicht auch nur in Gedanken aktivieren oder auch in einer normalen Lautstärke aufsagen. Du kannst es sogar singen, wenn du das möchtest. Und nach ein paar Minuten deiner Mantra-Meditation beendest du sie wieder mit ein paar bewussten Atemzügen. Man kann natürlich auch ein deutsches Mantra verwenden und man kann sich sogar sein eigenes Mantra kreieren. Dafür ist nur wichtig, dass man sich mit diesem Satz positiv verbinden kann und er keinen inneren Widerstand auslöst und dass man ihn mehrmals verwendet. Außerdem sollte dieser Satz in der Gegenwart formuliert sein, denn Mantren sind keine Ziele oder Wünsche, sie sollen ihre Wirkung im Hier und Jetzt entfalten. Zum Beispiel, ich bin stark. Ich bin wertvoll. Ich bin gut zu mir selbst. Ich bin dankbar für alles, was ich erleben darf. Heute ist heute und gestern war gestern. Alles, was ich brauche, ist in mir. Und ein Mantra, das ich ganz besonders mag, lautet: Ich bin jemand, der mich glücklich macht. Vielleicht war bei diesen Sätzen ja schon einer dabei, der dich direkt angesprochen hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dich neugierig machen konnte und du Lust bekommen hast, auch mal Mantren zu nutzen oder vielleicht sogar eine Mantra-Meditation zu machen. Dabei wünsche ich dir auf jeden Fall viel Freude. Wenn du magst, schreib doch gerne mal in die Kommentare, was eines deiner Lieblingsmantren ist. Du hast Lust auf neue Themen jede Woche? Dann abonniere doch einfach hier diesen Kanal. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du kein neues Video. Über einen Daumen nach oben von dir würden wir uns sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da. Auch Themenvorschläge wären klasse. Und hier gibt es noch ein paar interessante Videos für dich. Bis nächste Woche, euer René.